Herr Jacobi, wir sind hier beim Stand von KUKA und Sie haben mir gerade verraten, innerhalb von 2 bis 3 Minuten kann ich lernen, wie man diesen Roboter bedient. Wir haben eine neue Oberfläche, die nennt sich KUKA Icon Block und wir wollen über Icons einen normalen Programmablauf programmieren können innerhalb kürzester Zeit. Das soll bedienbar sein für Leute, die nur Grundkenntnisse vom Roboter haben, die wissen, wie der aussieht, wie er sich bewegt, ja, aber nicht im Detail in der Steuerung drinstecken. Also sie müssen keine riesige Kenntnisse in Steuerung haben. Wir haben ja hier einen sehr einfachen Versuchsaufbau gemacht oder einen Ablauf programmiert, an dem man sieht, wie es wäre, wenn jetzt jemand in einer Werkstatt, der normalerweise ja auch ein bisschen Angst hat vor einer Robotersteuerung und vor dem Programmcode, ihm die Angst zu nehmen da. Er kann über einfache Menüführung sich Programme zusammenstellen, wie er sich denkt, dass er es von Hand macht. Er entnimmt hier in dem Fall die Gabel, hebt sie hoch, bringt sie rüber und legt sie neben den Teller. Er kreiert sich dazu Positionen und benennt die. Dann nennt er eine Position über Tisch, eine Position neben Teller und somit baut er sich die zusammen. Können wir gerade mal anschauen, wie das aussieht. Das Teachen, das haben wir jetzt da 8 Positionen. Und mit diesen 8 Positionen kann ich diesen ganzen Ablauf, der hier ist, gestalten. Dann nimmt er den Roboter an der Hand und führt ihn zu diesen Positionen hin, drückt einen Knopf und sagt, das ist jetzt deine Position. Dann haben wir den Programmablauf. In dem Programmablauf kann er dann sich die Positionen hintereinander kleben, in dem Fall, ja, also er klebt die Icons untereinander und hat seinen Programmablauf schon fertig. Also hat man verschiedene Stationen auf einer Strecke und jetzt stellt man ein, dass man die, in welcher Reihenfolge man die abfährt. Genau. Er hat so 10 bis 12 Icons muss man kennen, ja, die kriegt man ja gelernt. Und dann sagt man, was ist eine Position, wie sieht das Icon für eine Position aus, wie sieht das Icon für eine Wartezeit aus, das ist eine Sanduhr. Ja, ja. Ja. Also das ist halt sehr vereinfacht dargestellt, grafisch, um ihm zu erklären, was dahinter sich verbirgt. Sie würden sich den Ablauf dann mal anschauen, ob das auch so funktioniert. Hinfahren, Messer nehmen, rechts neben den Teller legen, würden sich das hier in diesem Programm untereinander immer anschauen können, ob das auch die Abfolge stimmt. Und dann können Sie das Test für Test Positionen anfahren und probieren, ob es funktioniert und dann eigentlich schon im Automatik starten. Okay. Das geht innerhalb von wenigen Minuten. Beim Kunden vor Ort dauert die Inbetriebnahme nur die Hälfte der Zeit, wie wenn ich eine normale Robotersteuerung nehme und mit der das ausführlich programmiere, wenn ich es vor Ort mache, weil ich es hier schöner vorbereiten kann und einfacher gestaltet habe. Feedback ist, dass die Programmierung einfacher werden muss. Der Mensch, der die Steuerung und diesen Programmcode kann, die werden langsam weniger. Ja? Und die jungen Leute, die Handy-Apps und alles programmieren können, das wirklich sehr intuitiv und einfach geht, die wollen so auch einen Roboter programmieren. Ja? Also für das Setup braucht man schon einen Experten, der dann Ausgänge und Eingänge, der sagt, hier muss dann Licht angehen und ausgehen, das muss programmiert werden. Aber die eigentliche Bauteilprogrammierung oder das Handling, das würde dann der einfache Mitarbeiter machen müssen und können. Ja. Und sich mit identifizieren, weil es ihm ja dann auch Spaß macht, weil er das einfach gelernt hat. Gebt dem Beitrag einen Daumen nach oben, wenn er euch gefallen hat und abonniert unseren Kanal, um immer zu wissen, was die Branche gerade bewegt.